deutsche Geschichte erzählt hin und wieder von einer sehr bedrückenden Stimmung, die einen sehr nachdenklich macht. Ein Bild, das unmissverständlich zeigt, wie grausam und nicht nachvollziehbar die Zeit gerade im Zweiten Weltkrieg verlaufen ist. Bislang durften wir schon einige Locations untersuchen, die eben mit der deutschen Geschichte zu tun haben, unter anderem Bunker. Heute sind wir hier in einem Areal, welches als Arbeits- und Straflager galt. Dieses war von 1. Mai 1941 bis November 1944 intakt. Hier sprechen wir von dem damals deutsch besetzten Elsass. Etwa 52.000 Häftlinge aus ganz Europa, aber auch aus Frankreich, wurden hierher deportiert. 22.000 Personen starben an den Haftfolgen, Krankheiten, Kälte oder Mangelerscheinungen. Oder sie wurden ermordet. Nachdem wir alle weiteren detaillierten Informationen erhalten haben und nachlesen konnten, führte der Weg zum eigentlichen Ort, welcher wir in den Fokus nehmen wollten. Ein holländischer Strafgefangener berichtet davon, wie sie hier im Steinbruch zu viert und zu fünft die Loren mit schweren Felsbrocken beladen haben. Sie dann 500 Meter an der steilen Wand eng lang schoben, um sie dort zu entladen. Das reicht. Ich mache die Kamera dahinter und filme von hinten her.
Der hintere Raum, eben wo wir uns jetzt gerade befinden, ist schon ein bisschen, fühlt sich ein bisschen komisch an, so ein bisschen beklemmt. Wir haben jetzt auch hier hinten einen Move-Test aufgebaut. Und während dem Aufbau habe ich im Hintergrund Stimmen gehört und Schritte, aber Schritte wie auf Beton. Und als ich aber schauen gegangen bin, ist keiner draußen, es war keiner drin im Gebäude. Weiß nicht, ob das vielleicht vom Hall war oder so. Und wenn man das Gebäude verlässt, hat man das Gefühl, dass oben auf dem Gebäude jemand steht und einen beobachtet, wie man das Gebäude verlässt. Wenn man jedoch aufs Gebäude zuläuft, ist das Gefühl gar nicht da. Ja, wir haben uns jetzt hier alle schon mal bei Tageslicht ein bisschen angeschaut. Die ganze Ecke hier haben uns auch sehr intensiv mit der Geschichte hier informiert oder uns informieren lassen. Klar, es ist deutsche Geschichte und es gehört zur Geschichte dazu, auch wenn sie sehr unangenehm ist. Wie Sani gerade erzählt hat, haben wir jetzt hier schon am Aufbau schon festgestellt, so ist es mir jetzt eben auch schon ergangen, dass auf dem Gebäude oben ich gedacht habe, da steht Sani. Ich habe noch gefragt, ist Sani bei euch? Und Sani war aber ganz woanders. War schon tricky. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es momentan noch einschätzen soll. Klar, ist schon mal ganz interessante Sache. Jetzt haben wir aufgebaut, es wird so langsam dämmerig. Und ja, ich glaube, für jeden ist das hier schon eine ganz andere Nummer wie sonst. Ich denke, so eine Location, die einen solchen Hintergrund hat, wie dieser Steinbruch, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, lässt niemanden kalt. Auch dann nicht, wenn man nichts mit Ghost Hunting oder paranormalen Phänomenen am Hut hat. Wir haben hier, glaube ich, einen Ort, der für sich selber spricht. Also ich fühle mich hier beispielsweise auf Schritt und Tritt beobachtet. Weil natürlich wurden die armen Menschen, die hier zwangsarbeiten mussten, hier muss man sich vorstellen, wurden Flugzeugteile gefertigt von Frauen und Kindern, die anschließend ermordet worden sind oder hier in diesem Steinbruch zu Tode kamen. Die Männer mussten Granit abbauen. Da gab es sicherlich auch viele Todesopfer. Das eigentliche Konzentrationslager ist aber fast einen Kilometer noch entfernt. Und die Granitblöcke mussten von hier in das Konzentrationslager transportiert werden. Es ist ein schwerer, dunkler Ort, der für sich einfach eine sehr drückende Atmosphäre hat. Das ist zeitgleich auch ein bisschen tricky dann natürlich für uns. Wir sind ja auch nur Menschen. Und wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu empfindlich werden und dass wir uns dann vielleicht doch irgendwie das eine oder andere einbilden könnten, weil halt alle Sinne so offen sind an diesem Ort. Aber ich denke, jetzt auch so gerade anbetracht der Tatsache, dass wir schon das Gefühl hatten, dass wir beobachtet werden. Sunny hatte ja Schritte gehört auf dem Gebäude auf der anderen Seite. Ich denke, dass es auf jeden Fall eine sehr interessante Untersuchung werden wird. Sonja, probier mal deinen Zusatz-E auszumachen. Mach mal Zusatz-E, halt mal zu oben das Licht bei dir. Paraskop. Wir wollen nichts Böses. Wir sind in friedlicher Absicht hier und würden gerne mit Ihnen reden. Vielleicht möchten Sie uns erzählen von der Zeit hier. Aktiv um 21:06 Uhr im Außenbereich.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich, dass wir schon mal heute Abend mit Ihnen hier den Abend verbringen dürfen. Vielleicht seid ihr sogar erfreut darüber, dass ihr mal die Möglichkeit habt, euch noch mitzuteilen, uns was mitzuteilen, das vielleicht schon lange mal gesagt werden musste oder müsste vielmehr. Gibt es da etwas, was ihr uns mitteilen wollt? Wie Sie sicher wissen, sind wir nicht aus dieser Generation von damals. Und wir wissen oder lernen eigentlich nur, was uns erzählt wird. Können Sie uns auch was erzählen? Waren Sie damals Soldat oder einer der Strafgefangenen? Es war bestimmt schwer, diese schweren Felsbrocken hier von A nach B zu transportieren. Bei der unzureichenden Ernährung. Wo stellen wir dann, ja? Haben Sie so Schmerzen im rechten Arm? Ich hatte das heute Mittag schon mal. Es war aber dann weg. Kommt es wieder? Wurden Sie hier geschlagen, gedemütigt, was wir heute erfahren haben? Wie war das für Sie, zu wissen oder zu hoffen, dass man den Tag noch überlebt? Wie war es für Sie, wenn man nicht weiß, wie man hier behandelt wird? Was noch auf einen zukommen soll und wie lange man dieses Martyrium noch mitmachen muss. Wenn jemand da ist, begrüße ich Sie recht herzlich hier bei uns in der Runde und Sie können sich bemerkbar machen, zum Beispiel durch diese Antenne hier. Die können Sie berühren. Ich mache es Ihnen mal vor, wenn Sie das möchten. Dann können Sie da dran gehen. Ich sehe Sie. Und dann hören wir und sehen wir, dass Sie da sind. Ich gehe nochmal Schritte zurück. Können Sie das bitte nachmachen, wenn Sie da sind, so mit uns zu kommunizieren, bitte? Können Sie uns sagen, was das hier für ein Gebäude war? Wir sehen ja nur noch diese Kundenrolle. Parascope. Schaut sich das Rampart an. Parlez-vous allemand? Ich glaube, Sie haben diese Sprachbarriere gar nicht mehr. Und dass Sie uns sehr gut verstehen. Weil ich glaube nicht, dass die Aufseher damals Französisch gesprochen haben. Es war euch verboten, in einer anderen Sprache zu sprechen. Ist das richtig? Es bleibt rot, gell?
sicher wissen, sind wir nicht aus dieser Generation von damals. Und wir wissen oder lernen eigentlich nur, was uns erzählt wird. Können Sie uns auch was erzählen? Wie ist Ihr Name? Waren Sie Deutsche? Auf welcher Seite sind Sie? Für uns ist das Grauen, das an diesem Ort stattgefunden hat, unvorstellbar. Und doch wissen wir, dass es passiert ist. Und wir wissen, dass andere Menschen für dieses Grauen verantwortlich waren. Deutsche. Und ja, wir sind auch deutsch. Doch wir kennen unsere Vergangenheit. Wir können sie nicht ungeschehen machen, niemals. Aber wir gehören zu denen, die dafür sorgen wollen, dass es nie wieder passiert. Wir möchten, dass sie wissen, dass sie sich in unserer Nähe sicher fühlen können. Nun sollte die Ecke untersucht werden, wo bereits tagsüber, aber auch abends das Gefühl von beobachtet werden aufkam und Sunny bereits von hörbaren Schritten berichtet hat. Sit-in im Gewölbekeller 2132 nach dem Eingang gleich links. Vor der Tür. Sie dürfen gern zu uns reinkommen. Ich finde das Gefühl unangenehm. Das ist mir unangenehmer wie vorher. Wenn jemand bei uns ist, dem nicht gefällt, was wir hier tun, bitte ich Sie jetzt vorzutreten und Ihren Namen zu sagen. Wer sind Sie? Ich habe die Jacke geknutscht. Ist der Name Robert oder Robert? Waren Sie hier Capo?
Name nicht Robert oder Robert ist, würden Sie dann jetzt bitte an dieses Gerät herantreten? Eine weitere Untersuchungsmethode soll nun ausprobiert werden. Hier wird Sunny die Spiritbox abhören und uns mitteilen, welche Worte sie heraushört, ohne zu wissen, welche Fragen wir gestellt haben. Also ich bin gleich durch, warte. Du gibst uns Zeichen, wenn du soweit bist. Und dann sagt Peps an. Okay. Okay. Aktiv im zweiten Kellerraum um 21:51. Mit Spiritbox-Sitzung von Sunny. So, wir sind jetzt einen Raum weiter, weil wir hier nun versuchen wollen, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Und das haben wir jetzt hier mitgebracht. Das heißt, Sunny kann Sie sofort hören, wenn Sie was zu sagen haben, und sie teilt das dann uns mit. Sunny kann uns aber nicht hören, deswegen kann nur sie verstehen. Darum möchte ich fragen, ist irgendjemand hier mit uns in der Runde? Und wenn ja, wie viel? Klopfen. Sunny klopft. Sunny klopft nicht. Vor allem, was mich interessieren würde, sind hier jetzt nur Strafgefangene, Leute da, die damals hier schwere Arbeit verrichten mussten? Oder gibt es hier auch deutsche Soldaten, die hier ihren Dienst leisten mussten und gehorsam sein mussten? Was für Tätigkeiten mussten hier denn noch verrichtet werden, außer tagtäglich schwere Felsbrücke hier von A nach B zu transportieren? Brot? Ich sehe es gerade nicht. Brot zu Sunny. Genau, das ist Sunny, und Sunny kann Ihnen helfen, wenn Sie uns was zu sagen haben. Wenn Sie mich verstehen, wenn Sie mich hören, dann geben Sie mir bitte doch Antwort, wenn das Ihnen möglich ist. Bitte. Ja. Wir sind... Wie heißt du mir? Micha bewegt sich. Ihr seid mehrere, wenn Sie sagen wir. Was war Ihr größtes Leid? Hunger? Kälte? Krankheit? Zu Lebzeiten waren das bestimmt grausame Zeiten. Meine Frage war, empfindet ihr es heute noch genauso? Mädchen? Sind Sie ein Mädchen?
wie heißen Sie? Fertig. Mit wem sind Sie fertig? Mit den Deutschen? Was Sie ihnen angetan haben? Sind Sie jetzt im Frieden mit allem, was Sie erlebt haben, auch wenn es ganz, ganz schlimm war? Können Sie verzeihen? Wenn du ein Mädchen bist, hast du verziehen, was mit deinen Eltern geschehen ist? Wenn du ein Mädchen bist, darf ich ein Foto von dir machen? Haben wir dich heute irgendwo auf einem Bild gesehen? Wenn es das Mädchen ist, das ich hier kennengelernt habe, als ich das letzte Mal hier war, dann ist es Anni. Und ich hoffe, dass mir Anni durch diese Nachricht gesagt hat, dass sie tatsächlich in Frieden ist jetzt. Anni, sprichst du mit uns? Bleiben in der... Kleine Anni, wie alt warst denn du? Kannst du mir das mitteilen? Anni war 4 oder 5. Ihre Mutter hat sie den Steinbruch runtergestoßen, da vorne, wo das Gebäude ist, mit den Säulen. Als ich das erste Mal hier war, war sie es, die mich zu diesem Gebäude geleitet hat, das unter dem ganzen Unkraut und Dickicht überhaupt noch nicht zu erkennen war, nicht so wie heute. Und dann hat sie mich weitergeleitet, weil sie nicht verstanden hat, was ihre Mutter mit ihr getan hat. Und sie hat mich bis unmittelbar vor den Steinbruch, da hinten ist ein Steilabfall hinter diesem Gebäude, da geht es durch den Ginster durch, und da ist ein Steilabfall, und damit hat, dahin hat mich Anni damals gebracht und hat mir zu verstehen gegeben, dass ihre Mutter sie da runtergestoßen hat. Und als sie das gesagt hat, war mir klar, was passiert ist. Die Mutter hat sie nicht gestoßen. Die Mutter ist mit ihr gegangen. Und sie hat die ganze Zeit gedacht, dass ihre Mutter auch böse ist, so wie die Menschen, die hier waren. Aber das stimmte gar nicht. Ihre Mutter hat es nur getan, um Anni zu schützen. Hast du deiner Mama verziehen? Sie ist mit dir gegangen. Untersuchst du noch deiner Mutter und hast nicht verstanden, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass es Anni ist. Ich glaube, dass es vielleicht ein anderes Mädchen sein könnte. Oder vielleicht ist es auch gar kein Mädchen. Und die Botschaft eben war eine andere Botschaft als die, die dann kam. Kannst du uns deinen Namen sagen? Kannst du uns sagen, wohin wir hier gehen sollen? Sind wir vielleicht im falschen Raum? Wohin sollen wir...
Was hat sie gesagt? Ja. Ja, mach mal ein wenig langsam. Wo sollen wir denn hingehen? Sollen wir da hingehen, wo Sonja uns gerade erzählt hat, wo sie dich wahrgenommen hat? Bitte hilf uns. Achtung. Achtung, wovor? Sind hier auch noch böse Menschen unter uns? Ja. Wovor sollen wir uns in Acht nehmen? Oder ist eine Erinnerung von dir? Baum? Baum? Sonja hat vorher gesprochen, dass sie erst das Gebäude gar nicht wahrgenommen hat, weil da so viele Bäume waren. Sollen wir da hingehen? Können wir dich dort finden? Davor oder das vor? Oder d'accord? D'accord. Knacken wir Sonja. Sie kommen. Wer kommt? Du brauchst keine Angst haben. Komm zu uns rüber. Komm zu uns hierher. Wir beschützen dich. Du bist bei uns ganz, ganz sicher. Keine Angst. Wer kommt? Und ihr versucht euch zu verstecken. Irgendwas auf Französisch. Sani, alles gut? Wer läuft? Nee, das Peps läuft. Zu Sani. Abbrechen. Es ist so, dass ich einen Traum hatte von einem kleinen Mädchen hier in Natzweiler, das mich gerufen hat. Und dann bin ich irgendwann hierher gefahren und habe sie aber in dem Konzentrationslager nicht gefunden. Und dann bin ich hierher in den Steinbruch und hier war sie dann. Und sie hat mich quasi, als ich vom Parkplatz runtergelaufen bin, geleitet. Und hat mich direkt zu den damals noch fast vollständig überwachsenen Grundmauern geführt, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, dass hier überhaupt noch Gebäude stehen. Und das kleine Mädchen, ihr Name ist Annie, hat mir eine große, große Angst übermittelt, weil sie nicht verstanden hat, was ihr passiert ist, weil ihre Mutter sie in den Steinbruch runtergestoßen hat. Und sie hat mich nach vorne an den Rand dieses Steinbruchs geführt, durch so Ginsterbüsche durch, wo auch kein Weg oder sowas war. Und dann stand ich plötzlich vor dem Abgrund. Und sie hat nicht verstanden, was die Mutter gemacht hat. Aber mir wurde es irgendwie klar, als ich den Abgrund gesehen habe. Die Mutter wollte ihre Tochter schützen. Vielleicht war ihr klar, dass sie demnächst ins Gas muss. Vielleicht gehörte sie zu denen, die dieser Professor Hirt ausgesucht hat. Und deshalb wollte sie ihr Kind schützen und hat zuerst ihr Kind gestoßen und ist dann selbst hinterhergesprungen. Sunny sagte dann Mädchen und in Frieden. Und für mich wäre es natürlich wünschenswert oder naheliegend, dass das vielleicht noch eine Nachricht gewesen ist, dass es Annie jetzt gut geht, dass sie jetzt in Frieden lebt.
Das wäre jetzt mal so die wünschenswerte Interpretation. Ob es so ist, weiß ich natürlich nicht. Genauso wenig, wie ich erklären könnte, was, als ich das erste Mal hier war, da passiert ist. Aber es waren nicht nur diese Worte, die sehr interessant waren, sondern es fielen noch viele weitere, die auch durchaus Sinn gegeben haben. Also teilweise direkte Antworten auf unmittelbar gestellte Fragen. Sollen wir woanders hin? Ja. Um nur ein Beispiel zu nennen. Aber auch Leiden oder Achtung, sie kommen. Eventuell das französische D'accord. Das sind alles sehr interessante Begrifflichkeiten, die ich sehr ungewöhnlich finde, weil sie irgendwie alle auch so zu dem Thema gepasst haben, das wir halt in diesem Moment abgefragt haben. Also im ersten offenen Gebäude, da stehen die Grundmauern gerade hinter mir, war eine Präsenz da. Periskop ging los, man spürte diese Präsenz und Sonja fragte und erzählte, dass wir natürlich aus einer ganz anderen Generation kommen und dass wir das furchtbar schlimm finden. Mit einmal wurde mir eine Traurigkeit übermittelt, ich konnte mich gar nicht dagegen wehren, mir sind ja Tränen in die Augen geschossen. Mein Gefühl sagt mir fast, wir sind nicht nur unter Strafgefangenen. Ich bin mir auch sicher, da hat man damals hier nicht allein rumwandern lassen. Da gab es Aufseher, garantiert. Und ich glaube, die waren nicht von freundlicher Natur. Und das ist vielleicht auch dieses Gefühl, wo mir hier übermittelt wird. Ein letztes Mal sollte nun ein weiterer Bereich im Kellergewölbe untersucht werden. Tief im hinteren Raum. Ja. Um 22:38. Und Kaffee kriegt man hier keinen. Ist denn noch jemand mit uns hier? Wenn da hinten gerade jemand im Gang gestanden ist, den ich vielleicht auf der Kamera gesehen habe, können Sie bitte zu uns herkommen? In der Mitte des Gangs steht eine Antenne, können Sie die vielleicht berühren, dann brauchen Sie nicht mal bis zu uns hierher kommen. Bitte. Was wurde denn hier alles gelagert? Kann es sein, dass derjenige wieder da ist, der so Schmerzen im rechten Arm hat? Wie war es dir eigentlich möglich, überhaupt mit diesen Schmerzen Steinblöcke zu tragen? Du hast die Schmerzen, die du Peps vermittelst, hier bekommen, aber du hattest keine Wahl. Es gab nur Schmerz und Schmerz und Tod. Warst du zu jenen, die versucht haben zu fliehen? Sind noch andere außer dir hier? Wir hatten das Gefühl, dass vielleicht noch jemand da ist, der nicht so positiv auf uns wirkt. Ich
Ich will damit nicht sagen, dass du positiv auf uns wirkst. Ich nehme deine Schwere, deine Wehmut, deinen Schmerz, deine Trauer wahr. Aber ist außer dir noch jemand hier? Und ist es auch diese Person oder diese ehemalige Person, die du im Schach halten willst? Ich muss. Mhm. Darf ich dich bei allem Respekt fragen, ob du weißt, dass du tot bist? Ich kann dir den Schmerz nicht abnehmen, wir können das nicht. Wir können hier sein für dich. Wir können dir unseren Respekt aussprechen. Wir können uns entschuldigen für das, was dir angetan wurde. Wir können dir nicht den Schmerz nehmen, den du noch empfindest. Das kannst nur du tun. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Bald schon wird dieser Ort vergleichbar sein. Mit dem ehemaligen KL, weißt du? Es werden viele hierher kommen. Die Macken. Was war? Die Macken aus dem unteren Raum. Unteren Raum. Steinbruch, 23:09 Uhr. Also ich habe halt den Impuls, dass ich die ganze Zeit laufen möchte. Weil ich habe halt in jeder Puls, dass ich die ganze Zeit laufen möchte. Weil ich mich in jeder Position extrem unwohl fühle. Ich fühle mich schon seit geraumer Zeit so hier, Fluchtgedanke. Ich weiß nicht wieso und ich kriege dieses Scheißgefühl. Und deswegen wollte ich hierher, weil ich das vorher auch hatte. Das kriege ich definitiv hier nicht los. So ständig dieses beobachtet sein und du bist, also ich bin zumindest hier nicht unerwünscht. Vielleicht bist du bei euch Frau anders, aber bei mir. Du bist nicht erwünscht, ja? Nein, gar nicht. Dann bist du nicht erwünscht. Wenn du nicht unerwünscht bist, dann bist du erwünscht. Wir haben uns wie scheiß Gefühl. Passiert bei dir das gleiche wie bei mir auf der Area 1. Die Empfindungen sind aber auch echt ähnlich, finde ich, ne? Also auf der Area 1 ist auch dieser Fluchtgedanke und so dieses sieht's nicht sie weg hier. Und das ist hier schon auch, ja. Ist denn noch jemand bei uns, der bereit ist, mit uns zu sprechen? Also, dass jemand bei uns ist, das weiß ich. Aber wären Sie nochmal willens, mit uns zu kommunizieren? Okay, wenn wir jetzt was vorschlagen dürfen, wenn Sie uns noch ein Zeichen geben, indem Sie eins der beiden Gegenstände auf dem Boden berühren, dann gehen wir. Man kennt vielleicht die Situation, wenn man so dieses ganze Zeit das Gefühl hat, man ist unerwünscht. Man möchte so, ich will schon fast sagen, Fluchtgedanken hat und sagen, ich möchte hier jetzt abbrechen. Und also bei mir persönlich war das jetzt immer stärker aufkomme. Ich habe das na klar alles so im Hintergrund beobachtet, was die Mädels jetzt so machen. Aber ich irgendwo konnte mich nicht mehr richtig in die ganze Sache mit einbringe, weil ich ständig, also dieses Gefühl auch während den Pausen, hatte ich ständig diesen Gedanken, du musst hier weg, du hast hier nichts mehr verloren. Und jetzt haben wir ja nochmal versucht, hier wegen einem anderen Bereich, gerade dort am Steinbruchbereich nochmal versucht zu untersuchen. Und da
wurde eigentlich bestätigt, gerade von Sonja und auch von Peps, dass dieses Unwohlsein, was wir ja vor kurzem auch hatten bei der Area One, das kam hier jetzt bei allen wieder ein bisschen auf. Und deswegen haben wir gesagt, bevor wir hier was provozieren oder irgendwas in die falsche Richtung läuft, dann sagen wir, okay, wir haben unser Möglichstes getan und wir werden jetzt hier beenden und werden diesen Bereich jetzt verlassen. Die Untersuchung an für sich war mega interessant, auf jeden Fall. Wir hatten gute, ja, ich will schon fast sagen, Kommunikationen oder beziehungsweise Antworten bekommen, gerade durch diese Spiritbox-Geschichte mit Sunny. Das wird logischerweise immer wieder nochmal genau und nochmal analysiert, vielleicht nochmal geschaut. Aber das hier zu untersuchen, das war schon für selbst erfahrene Hasen wie wir, sind so Ghost Hunter-mäßig, die schon viele Locations untersuchen durften. Aber das hier, und das habe ich glaube Anfang schon meiner Sätze schon gesagt, das hier ist schon eine ganz andere Nummer und ja, eine Erfahrung mehr abhaken, aber es reicht jetzt. Natzweiler gehört auf jeden Fall zu den Orten, die einem auch im Nachhinein noch lange in Erinnerung bleiben. Einfach weil dort, ähnlich wie halt eben auf der Area One auch, eine durchaus einzigartige Atmosphäre herrschte. Also dieses ständige Unterdruckstehen, verbunden mit dem Wissen natürlich auch um die Historie dieses Ortes, ist schon so ein bisschen eine Ausnahmesituation, in der man sich während der ganzen Untersuchung über befindet. Also für mich ist natürlich eine der prägendsten Situationen die gewesen, als Sunny über die Spirit Box halt eben diese Worte Mädchen und Frieden und fertig und so gehört hat. Und damit halt eben für mich dieses Erlebnis bestätigt hat, von dem ich möchte es nochmal sagen, meinen Kollegen im Vorfeld nichts erzählt habe. Als ich das erste Mal hier war, war sie es, die mich zu diesem Gebäude geleitet hat, das unter dem ganzen Unkraut und Dickicht überhaupt nicht zu erkennen war, nicht so wie heute. Von Natzweiler ist mir hängen geblieben, klar, wir waren, sage ich mal, an einem sehr emotionalen Ort. Da muss man sich ganz schön beherrschen, man muss sich im Griff haben. Und es war dann tatsächlich, wir waren mittags schon mal oben, ich hatte irrsinnige Schulterschmerzen. Konnte das in dem Moment aber auch nicht zuordnen. Mir ist dann nachher nur aufgefallen, als wir wieder weg waren, sie sind weg. So, und das Gleiche passierte mir natürlich abends bei der Untersuchung nochmal, sodass ich praktisch davon ausgehen musste, mir werden diese Schmerzen übermittelt. Das Gleiche war mit, also man spürte die Präsenz und mich hat eine irrsinnige Traurigkeit erfasst, aber nicht meine eigene, sondern eine fremde. Und das einmal im ersten Teil, also im offenen Trakt und nachher nochmal ganz hinten im hintersten Raum. Wobei das wieder einsetzte, also diese Schmerzen in den Schultern, die zwischenzeitlich auch weg waren und wieder diese Traurigkeit, wo man dann auch, ich habe dann danach gefragt, ob die gleiche Person wieder jetzt mit uns im Raum ist. Die Spiritbox-Sitzung war für mich auch interessant. Ich bekomme ja nicht mit, was um mich herum passiert. Ich schließe dann auch mal die Augen, damit ich mich noch besser darauf konzentrieren kann, was über die Spiritbox reinkommt. Ich habe auch sehr viel mehr über die Spiritbox gehört, als ich wiedergegeben habe. Nur habe ich nicht wirklich zu 100% verstanden, was gesagt wurde. Man sieht es auch zwischendurch, dass ich meine Lippen ein bisschen bewege, weil ich dann versucht habe, oder mein Gehirn hat versucht, das zu wiederholen, was es für ein Wort gewesen sein konnte. Aber wenn ich mir nicht 100% sicher war, was es für ein Wort war, habe ich es dann auch nicht ausgesprochen. Zu Anfang kam so gut wie gar nichts rein über die Spiritbox. Dann gegen Mitte hin kamen dann sehr viele Sachen rein, wo dann auch teilweise beängstigend waren. Also sie kommen, das kam von einer verängstigten Frauenstimme, wo wirklich uns wie warnen wollte, wo gesagt hat, sie kommen. Also was wirklich verängstigend auf mich gewirkt hat.
Und als das dann war, kamen dann sehr viele französische Sachen rein, die ich leider auch nicht aussprechen kann und auch nicht verstehe. Was jetzt wieder interessant gewesen wäre, wenn wir noch ein Diktiergerät zusätzlich angeschlossen hätten, dass wir das im Nachhinein hätten ja, nochmal auswerten können. Was ich hoffe, dass wir das in Zukunft dann ein bisschen beibehalten, dass man dann noch ein Diktiergerät mit anschließt oder vielleicht jemand Zweites dann noch mithört über die Spiritbox, dass man dann gerade in so Sachen, wo Französisch geredet wird oder Englisch, dass man da dann quasi das nochmal bei der Auswertung nochmal durchgehen kann, was tatsächlich gesprochen wurde, weil da doch relativ viel auch in Gang ist. Natzweiler war, ja, wenn ich jetzt so im Nachhinein nochmal drüber nachdenke, schon was Besonderes für mich vor allem, weil bis die Mädels schon da so mal beobachtet haben, Micha, du warst nicht mehr du selbst, du hast dich nicht mehr so in die Untersuchungen einbringen können, wie man es sonst von dir kennt, so wurde es mir zumindest zum Schluss gesagt. Und es war wirklich tatsächlich so, dass ich immer mehr diese Erfahrung machen durfte, dass man einfach hier nicht mehr an diesem Ort bleiben soll. Also das war, habe ich so extrem wie jetzt dort eigentlich an keinem anderen Ort erlebt. Also Sonja, Peps und Sani hatten das schon mal auf Area One schon gehabt, da haben sie schon drüber gesprochen. Da habe ich das lange nicht so gehabt wie jetzt dort. Und das ist so eine Sache, wo ich für mich jetzt aus dieser Untersuchung mitnehme, dass es da wirklich, ich nenne es jetzt mal, Gefühle übermittelt wurden, wo mir einfach klipp und klar gesagt haben, Micha, hier sollst du eigentlich jetzt nicht länger bleiben, guck, dass du gehst. Und dieses Gefühl, wo es mir wieder besser ging, kam erst wieder auf, als wir wirklich dieses Gelände oder dieses Areal, wo wir dort waren, als wir das wieder verlassen hatten und dann, je weiter wir weggekommen sind, umso besser ging es mir dann auch. Das nehme ich aus dieser Untersuchung auf jeden Fall mal ganz, ganz klipp und klar mit. Grundsätzlich bin ich tatsächlich der Meinung, dass Konzentrationslager eine schwierige Geschichte sind, was paranormale Untersuchungen angeht. Das ist eben zum einen genau diese öffentliche Einstellung, ja, dass halt viele andere sagen, ja, das geht überhaupt rein gar nicht und ich muss mich auch selber dazu zählen. Ich habe das auch noch gesagt vor ein paar Jahren. Fakt ist aber halt eben, dass es natürlich so ein Stück weit auch unsere Berufung ist, an Orte zu gehen, die nun mal eine tragische Geschichte haben. Fakt ist es halt eben auch, dass auch andere Ghost Hunter Gruppen an Orte gehen, deren tragische Geschichte wesentlich näher in der Gegenwart behaftet ist. Und Fakt ist es natürlich auch, dass ich glaube, dass wir uns sehr, sehr respektvoll verhalten haben gegenüber den Seelen, die dort vielleicht noch sind. Was halt eben, glaube ich, vielleicht einige abhalten mag und vielleicht auch gerne abhalten soll, ist einfach der Umstand, dass man da wirklich ein bisschen auch aufpassen muss, was jetzt das eigene Gefühl mit einem macht.